Hallo liebe Kaffeefreunde, heute zeige ich euch, wie man mit einer Espressomaschine richtig schönen leckeren cremigen Milchschaum zubereitet. Viel Spaß beim Zuschauen! Wir benötigen Milchkännchen, ein Schwammtuch und Anfängern empfehle ich ein Thermometer. Die Temperatur der aufgeschäumten Milch sollte maximal 65 Grad betragen. Und zu guter Letzt brauchen wir natürlich eine Espressomaschine mit einer Dampfpflanze. Ich verwende gerne richtig frische und kalte Milch aus dem Kühlschrank. Warum brauchen wir kalte Milch? Und zwar brauchen wir sie, damit die Zieh- und die Rollphase länger dauert, denn nur dadurch entsteht cremiger Milchschaum. Sind diese Phasen zu kurz, bekommst du keinen guten Milchschaum hin. Ich fülle nun in mein Milchkännchen die frische Milch hinein, etwa bis zur Hälfte. Zuallererst öffne ich das Dampfventil, um das Kondenswasser aus der Maschine zu lassen, denn sonst wird die Milch zu wässrig. Ich halte das Milchkännchen beim Aufschäumen immer in der linken Hand. Und nun muss ich die Dampfpflanze in die Milch erstmal 1 cm unter der Oberfläche eintauchen. Ich öffne das Dampfventil und nun ist das Entscheidende, die Ziehphase beginnt. Es entsteht ein kratzendes Geräusch und ich ziehe das Kännchen hinunter, so dass Luft unter die Milch gesogen wird. Ist die Milch handwarm, werde ich die Dampfpflanze ganz in die Milch eintauchen. Wichtig ist, dass die Milch nun richtig ins Rollen gerät. Wenn das Milchkännchen so heiß geworden ist, dass ich es nicht mehr anfassen mag, dann ist der Prozess beendet und ich drehe das Ventil wieder zu. Beim Milchaufschäumen ist auch die Hygiene sehr wichtig. Unbedingt nach dem Milchaufschäumen die Dampfpflanze säubern, denn ansonsten können sich Bakterien in der Pflanze ansiedeln. Und hierfür verwende ich einfach ein Schwammtuch. Ich wische einmal drüber. Von außen ist es schön sauber und nun drehe ich noch einmal das Ventil auf. Und die Hitze kann die Bakterien, die jetzt vielleicht innen drin schon sind, einmal abtöten. Und schon ist die Pflanze wieder sauber. Jetzt habe ich schon richtig guten Milchschaum, allerdings sind noch kleine Bläschen zu sehen. Die bekomme ich hinaus, indem ich das Milchkännchen auf einer Oberfläche einmal aufklopfe und schon platzen die Luftbläschen. Dann schwenke ich das Milchkännchen, denn steht die Kanne zu lange, separiert sich der Milchschaum von der flüssigen Milch. Und das wollen wir nicht. Wir wollen immer eine konstante, homogene Milchmenge haben. Und nun kann ich die Milch für Latte Art oder für andere schöne Dinge verwenden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal. In Zukunft werden wir dort viele Videos rund um das Thema Kaffee online stellen. Und dann liked ihr es mit einem schönen Daumen hoch. Viel Spaß beim Zuschauen!